Applaus in Köln. Yes, jetzt kommt der Platz. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank hier ans Publikum im Pfandhaus. Schön, dass ihr alle da seid, weil das ist in den Zeiten, in denen wir leben, keine Selbstverständlichkeit, dass wir wirklich Menschen aus Fleiß und Blut hier im Studio haben. Normalerweise hier im Studio hätten wir normalerweise 65.000 Menschen hier. Aber wegen den Corona-Maßnahmen sind wir hier tatsächlich auf 46 Menschen beschränkt. Die haben wir alle knallhart gecastet. Ja? Wir haben nur Leute genommen, die mit unseren Masken spitze aussehen. Ja? Nur so. So sieht's aus. Wir haben wie immer auch wieder ein Oberthema für unsere Sendung. Und das Thema für heute: Witzigkeit kennt keine Grenzen. Huhu. Fand ich ein bisschen seltsam, dass Witzigkeit kennt keine Grenzen jetzt ein Thema wird, weil uns gibt es seit 6 Staffeln und jetzt erst ist Witzigkeit ein Thema. Ja? Finde ich ein bisschen bedauerlich. Aber gut, so nimmt man das hin, weil man denkt ja immer so bei Stand-Up-Comedy, das ist ja wie Witze erzählen. Aber da gibt es einen großen Unterschied. Ja? Weil zum Beispiel ein Stand-Up-Comedy-Witz, der hat auch immer was mit dem Comedian oder der Comedian zu tun, der die den Witz gerade erzählt. Zum Beispiel bei mir, mein Name ist Maxi Stettenbauer. Ich sage das nur mal so dazu, nur falls ihr euch fragt, Alter, Joko Winterscheid ist fett geworden. Das war lustig, weil es stimmt. Dann gibt es noch die zweite Kategorie, der klassische Witz. Ja? Der, egal wer ihn erzählt, immer funktioniert. Zum Beispiel einer meiner persönlichen Lieblingswitze. Ein Düsseldorfer fährt zu einem Kölner Verschrotter und will sein Auto verschrotten und sagt zum Kölner Verschrotter: Entschuldigung, wie viel kostet das denn, dass ich hier mein Auto verschrotten lasse? Sagt der Kölner Verschrotter: Wenn du drin sitzen bleibst, ist es umsonst. Das ist ein schöner Witz. Den kann man machen. Das ist so dumm, aber er ist so schön. Mein erster Gast, der macht das ganz besonders, weil der vereint das wirklich. Ja? Man denkt auf den ersten Blick, ja, der erzählt nur Witze. Das stimmt überhaupt nicht, weil der macht das so besonders und so unique, dass nur er es so machen kann, wie er es macht. Und ich bin wahnsinnig dankbar und froh, dass er hier zu Gast ist. Er ist mittlerweile der Bürgermeister von Duisburg, glaube ich. Ja? Einen ganz großen Applaus für den wunderbaren Markus Krebs. Ja, oder? Ja. Guten Abend. Ein Hexenkessel. Schön, hier wirklich dabei zu sein. Maxi hat das schon gesagt, also überhaupt, dass wir das machen dürfen in dieser Zeit. Es werden keine Corona-Witze heute kommen, versprochen. Obwohl, ein Kollege hat gesagt, er ist froh, wenn die Scheiße vorbei ist. Er will sich mal wieder duschen und nicht nur die Hände waschen. Aber. Schon Knaller. Ja. Na, ich war noch im Fitnessstudio. Nein, die hatten bei uns Post reingeworfen, war für die, habe ich rübergebracht. Ne, und ich habe mich aber für ein Gerät interessiert, habe da auch eine Cola gezogen. Und da kommt der Haus-Arnold auf mich zu, weil, hat gerade eine Zehnerkarte auf der Sonnenbank so runtergesonnt. Und sagt zu mir: Alter, genau, ne, was in der Kirche steht. Alter, was ist denn hier mal mit dem Schnupperkurs? Ich so: Nö. Ja, pass auf, ich zeig dir mal ein paar Geräte. Das hier, das ist ein Stepper. Ich sag, den habe ich mit in der Miete, wir nennen das Treppe. Sagt er, das ist Spinning. Ich sag, dein Fahrrad, wann nicht ankommt. Ja? Da kriegst du einen Klick am Ohr, wenn du über 180 Puls bist, dann schreiten wir ein. Ich sag, Junge, ich krieg 180 Puls, welchen Joghurt umrühr? Ja? 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 Und als ich letztes Mal um Laufbahn war, haben sie mich um den Supermarkt geschmissen. Ne? Sagt er, guck die mal ein bisschen oben, ne? Überall die Viereckigen, weißt du so, ne? Steht da einer, macht der so. Ich sag immer, trainierst du für Hammerwerfen oder bist du hier die Lüftung? Ne? Dann kommt der und ich sag, mein Gott, irgendwo erkenne ich dich doch. Und dann kam ich drauf. Jeder Fußballverein hat diesen einen Assi unten am Zaun. Der steht immer an derselben Stelle, ja? Bei jedem Spiel hat 7 verschiedene Senfsorten auf der Kutte.
Und kann nicht ein Lied auswendig. Steht immer nur so. Leu. Schiri. Auto da. Unsere Farbe sind weiß. Weiß ist dabei. Ich sag, was machst du denn hier? Ja, ist eine ABM-Maßnahme. Okay. Ja. Mein bester Freund, der ist Südkoreaner, der heißt Moin Min Jung. Ne? Zweisprachig aufgewachsen, also Mutter kam aus Nürnberg, Vater aus Bremen. Und ne? Ich sag so, Moin, wir brauchen Urlaub. Jetzt hat man nicht viel Geld. Ja? Ich habe damals in so einem Pfandflaschenautomat gearbeitet, habe da die Plastikflaschen zerdrückt und ja, danke. Ja. Ich finde den auch gut. Und er war Trommler in der A Cappella-Gruppe, also wir hatten nicht viel Geld. Ne? Haben wir geguckt, Reisen mit Risiko. Ne? Haben wir im Internet geguckt, ne? War so Inselhopping, also hier Salmonellen und so. Ne? Aber da ging in die Hose. Haben uns entschieden für Tourette de Mar. Am Flughafen hinten zum Gate, Gate gar nicht, ganz hinten. Ne? Wir so durch, dann war so, ach die Kontrollen, haben Sie Waffen mit? Nö, okay. Ja. Haben wir noch zwei Fensterplätze gekriegt nebeneinander. War eine sehr schmale Maschine. Ja. Weißt du, wenn der Pilot schon eine Kotztüte in der Hand hat, dann machst du dir schon Sorgen. Ne? Da kamen noch in schwere Flatulenzen. Weil vor uns, der hat wohl eine Bohnensuppe gegessen. Ich sage, Alter, was ist denn mit dir? Steck dir mal einen Korken rein. Hör mal. So, wo kommst du denn her? Sagt er, I'm a door wrestler. Ich sage, was? Thüringer. Ne? Ja. 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 Am Flughafen hat uns dann ein Bus abgeholt, hat uns zum Taxistand gefahren. Und der uns dann zu unserem Fünf-Sterne-Hostel. Ne, war wunderschön, der El Pendejo. Ja. Keine Rezeption, nur eine Schlüsselleiste. Stand Kress, kam meinem Namen am nächsten, habe ich den Schlüssel genommen. Braucht es aber nicht, war nur so ein Drehknopf, konnte so reingehen. Wir die erstmal die Koffer reingeschoben, weil zusammen hätten wir nicht durch die Tür gepasst. Ne? Hör mal, ich stehe vor dem Bett, ich sage Moin. Ist das Bett nicht gemacht oder ist das ein Schwan? Ne? Schön so eine Wurm- und Wendematratze, weißt du, so eine Winterseite, Sommerseite mit einer kleinen Herbstecke, falls sich mal entblätterst. Ja? Konntest du auch gerade ein Meter, da war direkt eine Wand, konntest du mehr aber riechen, weil unten hatten sie Fischabfälle gelagert. Ne? Ja, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, er sagte so, guck mal, wir haben nur eine Herdplatte. Ich sage, nee, das ist eine Mikrowelle, da fehlt die Tür. Ne? Ja. Aber ich war froh, wo ich wieder dann in Deutschland war und wo ich dann immer gern bin, in der Kneipe. In der Kneipe werden immer schöne Witze erzählt. Mir hat letztes Mal einer einen erzählt, da ist ein Anwalt der Verbrecher. Ja. Und der Verbrecher sagt zu seinem Anwalt, hör mal, ich gebe dir 20.000 Euro, wenn du es schaffst, da ich nur ein halbes Jahr weg muss. Und der Anwalt sagt, ich versuche es. Der geht rein, kommt raus, sagt, war schwer, aber ich habe es geschafft. Die wollten sie wirklich freisprechen. Vielen Dank. Markus Krebs. Yes. Ja, nach wie vor unser Thema Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und ich finde, in den Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das wirklich ein Statement. Weil momentan ist es echt schwer, Veranstaltungen irgendwie durchzuführen. So. Wir halten uns hier an alle Regeln. Deswegen sind wir heute auch ein bisschen weniger. Aber das macht die Comedy auch ein bisschen intimer. Ja? Weil du kriegst natürlich alles sofort mit, was im Publikum passiert. Ich hatte zum Beispiel auch einen Auftritt im Sommer, im Corona-Sommer, wo nur irgendwie so 30 Leute zugelassen waren. Das ist kein Problem, es waren 21 Karten verkauft. Und das Ding ist, ich hatte da einen in der ersten Reihe und ich war schon auf der Bühne, ja, schon so 20 Minuten, ne? Und auf einmal klingelt das Handy von jemandem, ja? Und ich gucke so rum, ja, und ich sehe einen in der ersten Reihe, so. Und ich so, Digga, das ist dein Handy. Und er so, das ist nicht mein Handy. Und ich so, Digga, ich sehe das Display durch deine Jeans leuchten. Das ist dein Handy. Ja? Und dann so, ah, fuck, dann macht er aus, macht wieder zu. Und dann dachte ich mir so, ey, es war 20.20 Uhr, ne? So halb neun in der Nacht. Und ich frage mich so, Alter, was war denn das? Und dann sagt er, ja, mein Wecker hat geklingelt.
Und ich so, um 8:30 in der Nacht, was ist denn das für ein Wecker? Und dann sagt er, ja, Wäsche ist fertig. Und dann stand der auf und ging. Der ging einfach. Wäre auch noch ein Gag gewesen. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt noch meinen nächsten Gast. Absolutes Phänomen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, also sie ist bekannt geworden, unter anderem, weil sie auf Instagram ihren Dirty Donnerstag auch macht, ne? Und per Livestream. Und bei ihrem Dirty Donnerstag auf Instagram redet sie über die schönste Nebensache der Welt. Und da dachte ich mir, oh, endlich mal eine Frau, die übers Computerspielen redet. Freue ich mich sehr, dass sie da ist. Die einzige Frau heute bei uns in der Sendung. Großen Applaus für Nicolette! Ja. Ah. Danke. Oh, danke. 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 Es ist eine richtig süße Anmoderation gewesen gerade. Immer die einzige Frau heute Abend und so weiter. Das ist auch immer ganz gut für das Image von so einer Sendung. Das tut denen ganz gut, ne? Emanzipation, Girl Power und so ein Dreck. Im Endeffekt ist es so, sie brauchen tatsächlich immer eine Schlampe backstage. Eine mit richtig stabilen Kniescheiben und einem flexiblen Kieferknochen. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ach, dann hat die Alte da unten sich jetzt wahrscheinlich auch nur hochgefickt. Dem ist Licht leider so. Ich musste tatsächlich mein Gehirn benutzen. Ja, zu den Frauen gehöre ich. Es ist aber auch so, dass ich viele Frauen kenne, die sehr intelligent sind und sehr viel Karriere gemacht haben. Wir Frauen sind ja wirklich, also es ist ja ein Wunder, was wir sind. Und das Schöne bei uns Frauen ist tatsächlich, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, wenn wir lügen zum Beispiel, dann gelten wir nicht als verlogen, sondern wir gelten als gute Schauspielerinnen. Haltet euch fest, denn es kann sein, dass gleich einige ziemlich sauer werden auf mich. Denn es gibt eine Situation im Leben, da sind wir Frauen nicht immer ganz ehrlich. Und das ist unter anderem, wenn wir einen Orgasmus vortäuschen. Jetzt denken einige Damen hier im Publikum, danke, du Stück Scheiße, dass du uns jetzt hier auflaufen lässt. Und ich weiß, die Männer, die sehen das gar nicht so. Die Männer denken sich jetzt, oh, meine Frau macht das nicht. Ich merke das bei der. Die zittert immer, wenn die kommt. Ja. Schlaubi-Schlumpf. Dem ist nicht so. Und ich weiß, es gibt ja diese Hardcore-Emanzen, die jetzt hier sitzen, die sagen, oh Nicolette, das muss ja nicht sein mit dem Vortäuschen. Denn wenn wir es immer nur vortäuschen, lernen die Männer es ja nicht, es uns richtig gut zu besorgen. Ihr habt da ja wahrscheinlich auch recht. Die Sache ist nur die, meine Damen, es gibt ja die Männer, die sind sehr bemüht um uns. Ja, es gibt die Männer, die zum Beispiel zu Beginn des Sexaktes so einen Dreck von sich geben wie, mir ist es sehr wichtig, dass du auch auf deine Kosten kommst. Da weißt du schon ganz genau, das wird ein ganz langer Abend. Es gibt ja die Männer, die versuchen dann, keine Ahnung, die klingeln, die pitchen. Und ich denke mir immer, dieses Pitchen da unten an der Muschi, was soll das? Was soll das? Was macht ihr denn, wenn die Klit irgendwann ab ist? Macht ihr euch eine Brosche da draus oder was ist? Manche, ja. Es ist tragisch. Manch einer, der gräbt so nach Gold oder will Öl suchen, ich weiß es nicht. Die Sache ist, Männer sind ganz lochaffin. Wenn ein Mann irgendwo ein Loch sieht an einem Frauenkörper, zack, Finger rein. Ah, oh, Loch, Finger rein. Und da ist ja auch noch ein Loch, den anderen Finger auch noch rein und noch mehr. Und Küche, Diele, Bad, alles muss rein in die Alte. Zurück zu der Sache mit dem Orgasmus. Wenn ihr einen Orgasmus vortäuschen wollt, dass der Typ es nicht merkt, gibt es drei Stufen. Mhm. Es gibt die erste Stufe, man mag es kaum glauben, das wäre intensiver Stöhnen. Potenzial ist nach oben immer. Und beim Stöhnen ist es tatsächlich so, dass man Frauen unterteilt in A's und in M's. Ja, ja, ich zeige euch das. Also eine A-Frau würde so stöhnen. Ah. Aha, die M-Frau, das bin unter anderem ich, die stöhnt und hat zwischendurch einen Stimmbruch. Ich zeige euch das jetzt auch mal.
Das nächste, was ihr einbauen müsst, ist das Wort weiter. Und bei dem Wort weiter müsst ihr das T immer weiter verschlucken. Und aus dem Wort weiter wird irgendwann Hanna. Ich helfe euch. Ah. Ah, ah. Weiter, weiter, Hanna, 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 Hanna. Ja, ja. Wacht mal. Ja, ja. Der nächste Schritt wäre dann, wichtig, wichtig, damit sie es euch abkaufen, meine Damen. Ihr müsst krampfen, ihr müsst zittern und ihr müsst so richtig das Loch zusammenpressen, das, in dem er gerade drin ist. Ja? Zittern und verkrampfen ist zum Beispiel eine super Sache, wenn du so unsportlich bist wie ich, weil dann fängst du direkt an zu schwitzen und wenn eine Frau anfängt zu schwitzen, denkt der Typ sowieso, die spritzt gleich ab. Und dann die dritte Stufe ist die wichtigste Stufe, der Orgasmus. Man nennt diese Stufe auch 1, 2, 3, ich komme, Baby, Abschuss. Jetzt liegt wirklich die Kunst en Detail. Ihr dürft nicht so oft sagen, ich komme, höchstens zweimal. Beim dritten Mal wäre es Hollywood. Ja? Aber ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Männer fragen sowieso pausenlos, kommst du? Die Männer immer so, oh, kommst du? Und ich so, wohin? Und dann fragt er, oh, kommst du? Und du machst alles. Du stöhnst, du zitterst, du verkrampfst, du schwitzt. Und dann musst du sagen, ja, komm. Ja, komm. Und dann, kurz bevor du kommst, machst du den Kopf in den Nacken, stöhnst einmal auf, oh, er ist gleich da. Und dann drückst du sein Gesicht so nah an deine Titten, dass er bloß nicht sieht, dass du dich am Kaputtlachen bist. Dankeschön, Köln. Danke sehr. Vielen Dank. Wow! Da haben wir viel gelernt. Ja, ist immer interessant, wenn man so neue Sachen über sich selbst erfährt. Ich wusste nicht, dass ich ein Goldgräber bin. Wusste ich nicht. Noch schlimmer ist, dass ich nie eins finde. Ja, sehr traurig. Hochinteressant. Mein nächster Gast ist aber pures Gold. Ja, er ist sensationell. Er ist so wahnsinnig sympathisch, dass es mich aggressiv macht. Es ist unfassbar. Der ist so nett und kommt mit so einer tollen Energie auf die Bühne. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Einen ganz großen Applaus für den wunderbaren Amjad! Wow, danke, danke, wow. Wow. Ja, geil. Hi, schön. Ja, wow. Geil, endlich mal wieder Comedy. Ihr habt mit, Thema ist hier, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Ich bin Palästinenser, wir kennen uns mit Grenzen aus, deswegen, ich bin hier, geil. Nein, wer keine Grenzen kennt, ist Corona, ey, das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich hab's gerade gemerkt, ich sitze im Bus, ich wollte niesen, ich hatte Angst zu niesen, weil die Leute geraten in Panik. Ist das bei euch auch so? Habt ihr manchmal Angst so zu niesen oder zu husten? Dann die Leute geraten in Panik. Ich habe mal auf Facebook geschrieben, ich so, Hachi ist das neue Allahu Akbar, weil, weil, so. Ja, aber Corona hat sehr viel verändert. Mein Leben hat sich auch durch Corona verändert, weil ich werde das erste Mal Vater. Ja, ich werde Vater, wirklich. Ja, ja. Ich werde. Ah, ich freue mich wirklich. Ja, ich werde Vater, geil. Es war auch schön, ich werde jetzt emotional, als meine Frau mir das erste Mal das versucht hat zu sagen. Ich war leider nicht zu Hause, dann hat die mich angerufen, die so, hey, du musst unbedingt vorbeikommen, mir geht's nicht gut, ich bin die ganze Zeit am Kotzen und ich so, scheiße, der hat Corona. Ich dachte so, voll Panik, so. Ich komme nach Hause an, ich gucke so im Wohnzimmer, die war so am Weinen, ich so, hey, alles ist gut, Schatz, ich bin noch jetzt hier. Und dann bewegt die so den Kopf nach einer Seite, weil die hat was vorbereitet. Der hat auf den Tisch so zwei Schwangerschaftstests hingestellt. Und ich gucke so hin und ich sehe diese Schwangerschaftstests, ich habe die vorher noch nie in meinem Leben gesehen und ich dachte so, hä? Was will die mit so zwei E-Zigaretten? Wisst ihr, ich hab die vorher noch nie gesehen. Nein. Und seitdem ich weiß, dass meine Frau schwanger ist, sehe ich auch nur schwangere Frauen. Die sind mir vorher nie aufgefallen. Ich erkenne auch Frauen von hinten. Weil Frauen, wenn die schwanger sind, laufen immer so süß, so wie so Riesenenten. So richtig süß. Achtet mal drauf, wirklich so Riesenenten. Und meine Frau, wenn die zu mir kommt und mir zum Beispiel sagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst hier Staub saugen? Wie sieht das hier aus? Dann sehe ich nicht sie, dann sehe ich so eine Riesenente mit so einer Donald Duck-Stimme. Wirklich, so Donald Duck kommt zu mir und sagt, ah,
habe ich dir das gesagt? Du glaubst auch an. Wie geht das hier auf? Und dann läuft die immer so süß so. So richtig süß. Nein, das ist voll süß so. Nein, vor allem auch mein Baby, mein Kind, das wird ein Corona-Baby so. Ich habe mich überlegt, stell dir mal vor, du nennst wirklich dein Kind Corona. Und damit meinen Nachnamen Corona Fuad Hassan Abdelhadi Mohammed. Die Leute kriegen doppelt Angst. So. Die haben so. Aber das ist süß, so. Ich freue mich wirklich. Aber ich mache mir auch halt Gedanken als Vater. Wenn du, ich frage mich so, kann ich noch mit meiner Frau noch ein bisschen Liebe machen? So. Versteht die? Verletze ich das Kind? So, diese Gedanken mache ich mir. Ich habe mir vorgestellt, so, stell dir vor, das Kind kommt so raus, hat so Dellen im Kopf. Weil ich mir, nein, das ist so, ich stelle mir die Sachen vor. So. Aber das, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird echt eine schöne Zeit. Vor allem, das wird ein richtiger Mischlingskind. Also meine Frau ist halb deutsch, halb indisch. Und das ist schon eine geile Mischung, so. Sauerkraut trifft auf Curry. So, wisst ihr, das ist schon eine geile Kombination. Und die hat mehr das Indische in sich. Also man merkt das, wenn man sie sieht, weiß man sofort, die ist auf jeden Fall orientalisch-indisch. Und das ist wirklich so, das merke ich auch immer, wenn wir uns streiten. Weil immer, wenn wir uns streiten, dann wackelt die mit dem Kopf. Wirklich, so. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst staubsaugen? So, wisst ihr, das ist so süß. Ich lege großen Wert auf Sprache. Und ich liebe es auch, nach der Show mit Menschen zu reden. Und letztens kam so eine ältere Dame zu mir, die so, hey, ich finde das wirklich sehr schön, dass Sie als Araber Comedy machen und Ihre Kultur hier in Deutschland lustig vermitteln. Ich so, vielen Dank, das freut mich sehr zu hören. Die so, nein, ich finde das wirklich sehr schön, weil ich arbeite sehr viel mit Araber zusammen. Ich so, wow, ich so, was machen Sie denn? Die so, ja, ich bin Richterin. Ich so, oh. Den habt ihr auch nicht kommen sehen, oder? Ich hab den auch nicht kommen sehen. Ich hab auch nicht gedacht, dass so viele Araber Anwälte sind. Das ist so. Damit rechnet man ja nicht. Nein. Aber ich lege großen Wert auf Sprache. Ich finde, Sprache ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich bin mit vielen Kulturen aufgewachsen und mir ist aufgefallen, dass wir das Wort Hallo, wir können Hallo mit einer bösen Tonart betonen. So. Hallo. Böse. Hallo. Böse. Hallo. Böse. Aber es gibt eine Kultur in Deutschland, die können das Wort Hallo nicht böse betonen. Die Inder so, hallo, das geht nicht böse. Das klingt süß. Stell dir vor, Stress mit Inder kommt zu dir und sagt, hallo, ich hau dich. Das ist so süß. Aber weil ich mich für andere Kulturen und Sprachen interessiere, habe ich ein Talent. Ich kann, wenn ich Menschen sehe, die unterhalten sich auf eine andere Sprache, kann ich sofort zuordnen, aus welchem Land die kommen. Ich war letztens am Bahnhof und da war Stress zwischen zwei Parteien und ich wusste, das waren Araber. Aber was für Araber? Es gibt ja unterschiedliche Araber. Ich wusste, dass der eine Libanese war und der andere war Marokkaner. Weil Libanesen, wenn die sauer sind, sind so. Marokkaner, wenn die sauer sind, sind so. Das Geile ist, ein Deutscher läuft vorbei, sieht das und sagt, immer die Türken. Und nein, vielen Dank, das war's von mir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ah, danke. Großen Applaus für Amjad. Danke. Dankeschön. Ja. Großen Applaus! Danke. Das war Comedy Central Presents Stand Up 3000. Heute mit dabei Nicolette! Bitte sehr. Der wunderbare Markus Krebs! Bitte sehr. Ah, das war Stand-Up 3000. Thema war Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und die Moral der Sendung ist, der größte Witz ist immer noch deine Mutter. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.